Du brauchst Dampf, hast du gesagt, ne? Nee, ich will dir gerade die Fluid Solid Canning Machine benutzen, die auch als Rezept sagt, nutze Lapis Dust. Moment, habe ich Distilled? Ja doch, ich habe Distilled Water. Mich wundert gerade, dass da 8 auf einmal steht. Da Fluid vorne ist Enrich es müsste nur ein. das Richtige sein. Also Es Fluid ist sehr Enrich. interessant, weil es gibt einmal Distilled Water und einmal. Ach, das ist nur mit Wasser geht's, aber dafür braucht man mehr Lapis Dust. Aber auf jeden Fall. Okay, also ich habe Lapis Dust drin, habe oben mein Distilled Water und es passiert nichts. Okay. Dann würde ich mal noch rechts oben Fluid Cells reinlegen, wenn du noch hast. Geht nicht. Geht nicht. Weil da kommen sie ja raus. Da müsste ja sozusagen die Cell links raus werden. Aber nachdem wahrscheinlich das Ganze aus dem Tank passieren müsste, ja. Hier wird mir gerade geschrieben, Crafting Field hergestellt, eine Distilled Cell in die Mitte und 4 Tin Plates drumrum. Das probiere ich jetzt einfach mal aus. Das interessiert mich jetzt. Ob wir das jetzt benutzen oder nicht, sei dann mal hergestellt. Weil das Ganze ziemlich ressourcenverschwenderisch ist, wenn wir jedes Mal 4 Tin herstellen dürfen für eine von diesen Sachen. Aber ob das jetzt geht, will ich trotzdem wissen. Und dann baue ich den Heat Generator Und dann und pumpst du dann einfach gucken wir Wasser jetzt. rein und dann funktioniert es genauso. Dann soll es hoffentlich gehen. Ah, kann ich auffüllen. So, also, hier davon. Da ist Distilled und nö, ich glaube nicht. Nein. Also ich hätte gesagt, das Distilled Water könnten wir erstmal versuchen, in den linken Tank zu kriegen. Genau, ja. Deswegen würde ich Das mal ist den, ich nehme mal sozusagen. den Lapis Dust mal raus. Und dann sagen wir hier Drain from Cell into Tank. Jetzt leg mal links oben dann deine Zelle rein, wenn geht. Moment. Das Problem ist, der kommt ja dann jetzt in den rechten Tank. Das werden wir gleich sehen. Du meinst Casings? So, dann packen wir, Moment. Also doppelt gerollten Platten wären ja dann Taste Casings. Probieren wir einfach mal aus, was er im Vorschaufenster sagt. Hier. Und nö. Nicht wieder raus. Fill Cell from Tank. Übrigens, man kann Switch Tanks machen, ne? Wenn du guckst, unten hast du das Symbol Fill Cell from Tanks, ne? Und wenn du dann etwas mit der Maus drüber gehst, bevor du in den mittleren Kästchen kommst, Ja. bekommst Switch Tanks. Dann tu doch jetzt noch mal den Lapis Dust rein. Lapis Dust ist drin. Aha. Ah! So, ich lege mal die andere Zelle noch oben rein. Dann kannst du die dann auch wieder rausnehmen. Olli, du musst dir mal anschauen, ob die Lampen vorne am Guck da, mal, wo das guck Wasser mal. runterläuft. Icy Ja, Tank wenn die da ganz passen, so, aber. Universal Ferry Cell mit Fluid. Coolant. Woo! So, aber das Juhu. Ganze wollen wir jetzt natürlich automatisieren. Viel Also, Spaß. besagter Steam Generator. Was haben wir denn jetzt alles? Wir haben die Item Casings. Genau, ich wollte den. Ich war auch gerade, bin gerade auch überlegen, wo ich gerade stehen geblieben bin. Ah, okay. Die Fraction Unit, genau. Den Heat Conductor wollte ich machen. Das waren 65 Und hier irgendwie Kilowatt. sowas. Was brauchst du? Und dann vergleichen wir das mal mit der hier. Copper. Bäh. So, da haben wir diese richtige Leistung, aber nur 512 Rad. Wir brauchen 8192 Kilowatt, das heißt mal 16.
Ein 16-fach-Rad. Haben wir noch eine andere Alternative? Ja, Hammer. Der Sprach, es wäre Strom. Ui, sag bloß. Oh, jo, oh, oh. Die bauen wir uns. Moment, ich muss noch schnell was vorbereiten. Ich brauche mehr davon. Wo? Wo wird Strom? Kopf. Wasserrädern. Ui, Strom. Können wir die roten Lichter da lassen? Ich finde die ganz cool eigentlich. Gleich. Auch noch schnell ein Item-Casing. Ja, hätte ich gesagt. Die roten Lichter gefallen mir unten eigentlich ganz gut. Weil die müssen ja normalerweise oben. Eigentlich brauchen wir oben noch so eine Antenne, wo auch sowas Rotes leuchtet, weil nicht, dass ein Flugzeug dagegen knallt. Ja. Wenn wir Flugzeuge hätten. Wobei, auf dem Dach habe ich ja auch schon welche gesetzt. Ja. Flugzeuge? In deinem Bauch. So. Jetzt wird's philosophisch, musikalisch. Mhm. Ich habe gehört, es fließt Strom. Ich habe zumindest mal einen Dreierpack schon mal so zum Testen angeschlossen. Okay. Von wo besichtigen wir dieses Konstrukt am besten? Reich mal durch, dein Multimeter. Also hier oben ist eine Tür. Wir betreten es jetzt ganz offiziell. Also wir kommen hier aus dem Wartungsgebäude heraus. Ah, man sieht aber leider nicht, wie viel es tatsächlich ist, ja. Leider und nicht. Gehen hier rein und haben erstmal eine wunderschöne Aussicht über den noch nicht komplett gefluteten, also was heißt nicht komplett, über das... Der geflutet ist er. Ist das ein Boot, das da im Wasser gerade ist? Das, ja, und das ist mein Schiff. Wird? Vom letzten Mal noch. Das ist immer noch mein Schiff von nach Bark. Die Zugabe. Genau. Und hier kann man irgendwas kontrollieren, vermutlich die aus- und anschalten. Richtig, kannst du einfach mal hebeln. Gleich, ich schaue es mir erstmal an. Also hier ist irgendwie. Ah, okay. Ah, mit Pistons. Mhm. Genau. Schick. Aha. Hübsch. Ah, und das ist dann, ob Wasser kommt oder nicht. Genau. Dann kannst du die Turbine ein- und ausschalten. Cool. Wasserzufuhr. Und das hier heißt, du kannst den Strom abschalten. Nicht schlecht. Oh. Dann mache ich nochmal oben den Hebel. Also oben die Hebel machen die Pistons, oder wie? Genau. Von links nach rechts. Also genauso, wie es unten dann ist. Ich brauche eine Überwachungskamera oben, damit ich unten sehe. Könnte man theoretisch auch noch einen Computer dran anschließen. Also hier kommt jetzt Wasser. Mach mal links aus, bitte nochmal. Links aus. Ah, ja. Gut. Und jetzt ist eben hier kein Wasser mehr und jetzt werden die langsamer. Warum die jetzt übrigens sich noch nicht symmetrisch im Gleichklang drehen, ist, weil sie anscheinend noch nicht hundertprozentig verbunden sind. Weil normalerweise... Ich habe das alles neu gesetzt. Okay. Da gehe ich mal davon aus, dass die auch verbunden sind. Normalerweise dachte ich, drehen sie sich dann nämlich gleich. Bin mir aber nicht sicher. Das ist eine gute Frage. Das ist Special Effect, das gehört so. Genau. Also es sieht tatsächlich so aus, wie wenn sich das mittlere Rad schneller drehen würde. Sieht so aus, optisch jetzt. Ist auch so, ist es auch so. Siehst du, das Wasser vielleicht in der Mitte anders. Hm? Außen ist Honig, innen ist Wasser. Also ich bin der Ansicht, dass du hier eigentlich nur die eine Turbine angeschlossen hast vielleicht, weil sonst müssten... Also hier links. Weil sonst müssten die sich gleich schnell drehen. Wie gesagt, ich hab's nochmal komplett abgebaut und komplett neu dran gesteckt. Kann's gern nochmal machen. Nein! Nein! Machst du schon wieder. Er fliegt da kurz und quer durch die Gegend durch. Klar, Moment. Bin gleich wieder da. Kannst du doch schon dran bauen, oder nicht? So. Und jetzt. Also von draußen sieht man es viel besser. Das mittlere Rad dreht sich deutlich schneller als die äußere. Eine Ebene zu tief. Wo geht's hoch? Hier. Ich mach mal wieder an.
Das Wasser fließt. Das von draußen zu sehen ist auch cool. Okay, das stimmt. Ist genauso. Okay. Dann stimmt da was nicht. Angeblich. Das ist Rendering. Man muss sich nur einmal neu einloggen, zumindest im SP, sagt Feldim. Feldim? Feldim. Ja. Solange es funktioniert, ist alles gut. Der Server muss sich einfach mal einloggen. Moment. Eben, jetzt sind wir bei meinem Server nicht mehr. Das ist hilfreich. Ah, jetzt. Schade. Und? Also, bist du nicht drin, du hast nur den Server gefunden. Ja, aber im Prinzip ist es auch mit nicht gleich schnell drehenden Wasserrädern eine ziemlich coole Sache hier. Ich muss zugeben, ich finde, es sieht so sogar besser aus. Hat was. Solange es denselben Strom generiert, ist es ja vollkommen in Ordnung. Hier synchron. Okay. Halt mal, Jojo, bleib mal stehen. Ich mach mal oben Wasser an. Irgendwann mal Wasser an. Hat da jemand kein Chatpack mehr? Doch, ich habe eins, aber das ist leer und ich war bisher zu faul, das aufzuladen. So. Jetzt gibt's auch noch Wasser. Siehst du mich durchs Fenster? Ja, hallo. Ich wink mal, hallo, so. Hier, hallo. Guck mal, ich kann vorwärts gehen, ich kann auch rückwärts gehen. Ich kann wieder vorwärts gehen. Und? Ist die Frage, hat Daniel den richtigen Schalter gefunden? Ja, hat er! Ja, ich habe einfach alle drei gedrückt. Da wollte auf Nummer sicher gehen. Ja, das sieht cool aus. Ja, ich habe es ja vorhin schon probiert. Jo, sieht cool aus. Absolut. Guck mal, ich kann gegen die Scheibe mit dem Hanglider, seht ihr es? Was du jetzt noch machen könntest, ist, dass links das Wasser nur kommt, wenn rechts irgendwie so viele aus sind. So wirklich als Überlauf. Weißt du, was ich meine? Nicht mit. Nee. Hier hast du ja noch zwei standardmäßige, wo das Wasser die ganze Zeit fließt. Überlauf, genau. Ja. Genau, dass sozusagen die nur aktiv sind, wenn hier die Turbine nicht sich drehen. Also eine Notschaltung. Genau. Ja, das lässt du schon machen. Nur dafür so als. Ich jetzt die schönen Kabelbündel. Genau, so genau. Als Ideevorschlag, wie auch immer, dass das halt wirklich ein Überlauf ist. Also mit anderen Worten, wenn die sich drehen, brauchen wir das nicht, aber wenn die sich nicht drehen, dann. Und so. Genau. Übrigens, Lob und Anerkennung aus dem Chat. Für dich, Olli. Schon gelesen. Okay. Und Deko fehlt noch, ja. Ich immer im Auto, im Auge. So. Die Steine werden noch ein bisschen schmutziger. Genau. Oben schon ein bisschen angefangen, mal zu testen. Wo denn? Ah, hier. Überlauf. Alles ein bisschen veralgen lassen. Weil genau, ich dicken mehr. Dreckiges Trinken. Wasser. Hier ein bisschen weniger, weil es hier läuft und unten, wo es steht, dann halt ein bisschen mehr. Das ist eine blöde Idee, ohne Jetpack hier reinzuspringen. Ja, also ziemlich cool. Apropos, wenn wir schon hier sind, dann können wir ja die Zugabe vom letzten Mal nochmal machen. Oh ja, die haben wir nicht. Die haben wir nicht on-air gemacht. Nein. Ui. Zumindest haben sie nicht alle mitgekriegt. Oh. Das hätte ich das Boot nicht kaputt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Es gibt auch noch ein Speedboot von Mariculture. Das geht, glaube ich, nicht kaputt, wenn du anneckst. Das ist mir jetzt wurscht. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob in dem Video, das morgen rauskommt, also das letzte sozusagen, ne, ist es das letzte? Ja, das ist das letzte. Das ist das letzte. Das überhaupt drin ist. Oder ob ich das ganz frech rausgeschnitten habe. War eine eigene Aufnahme, daher haben wir es wahrscheinlich reingenommen. Jetzt mal aus den Einzelteilen wieder was craften. Oh Gott. Naja, ich bin Technik, gell? Ich und. Ja. Seid ihr fertig? Ich habe auch eine Lampe in der Hand. Was? Falsche Richtung.
Ja, ich nehme da gleich da hinten an. Ich verstehe die Lenkung nicht. Jetzt. So, jetzt kommt er mit Karacho. Voll gegen den Mittelpfeiler, oder? Nee, doch nicht. Hui. Au. Doch. Das ist, passt nicht rein. Oh, für Effekt. Nein. Nee, ich passe nicht mehr durch. Das ist zu flach. Du bist so dick. Okay. Können ja einfach mal zum Vorführen. Genau. Ach, da muss ich jetzt noch genauer zielen. Das ist dreckig. Nee, er ist sogar nett zu dir. Ich kann das dann auch mit Carpenter nur einen Slap breit machen, hoch machen. Das Linken ist echt viel schwer. So. Gut, okay. Next try. Ich nehme diesmal die rote Lampe in die Hand. Rote Lampe, die. Oh Gott. Hä? What? Ja, also wenn du bist du gegen eine Seerose gestoßen, oder wie? Ich wollte eigentlich noch einen Heat Generator bauen. Ich war doch mitten im Wasser. Nein, warst du nicht. Du warst am Rand. Du bist What? Direkt gegen... Ich war bei mir mitten im Wasser. Ich habe den Videobeweis, du nicht. Ja, das befürchte ich, aber ich... Naja, okay. Gut, next try. Eine grüne Lampe habe ich leider nicht. Einmal geht noch. Ach, das machen wir bis 2 Uhr Nacht. Gott. Nein. So, jetzt fahre ich genau gerade drauf zu, ja? Ja. Juhu! Oh. Ja. Hey! Bei Schock habe ich ein Kabel runtergeschmissen. Wunderbar, dann kann ich jetzt meinen Steam Generator fertig craften. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Und das obligatorische Schiff muss natürlich auch hier im Staudamm weiterhin schwimmen. Aber pack's an eine Leine. Eine Leine? Damit ich es füttern gehen kann oder was? Oder Gassi führen kann? Auch. Hä? Ah. Die Red Bull Challenge. Ein Steam Generator. So. Das heißt, mit anderen Worten, der Electric... Wo muss das Ding jetzt befüllt werden? Ist wahrscheinlich wurscht. Also. Das sollten wir als Tradition machen, dass wir zum Abschluss nochmal den Damm runterfahren. Also, mit anderen Worten, der Electric Heat Generator soll den Steam Generator beheizen. Okay, es kommt in Carpenter Slabs. Wo hast denn du jetzt deine Infinite Water Source und überhaupt und sowieso hin? Einstecken. Warum? Dann darfst du die jetzt wieder aufbauen. Achso, okay, ich komme. Kannst du mir sagen, wie du Carpenter Slabs machst? Mit dem Hammer. Sekunde, wo hab ich jetzt einen Hammer hingelegt? In welchem Block? Moment, ich hab nur die Hälfte dabei. Habe ich noch? Für den Atomreaktor kannst du einfach an mightyparrotslp@gmail.com Genau, schicken oder... Das geht aber nur von oben und unten? Oder du immer die Richtung, wo du schreibst ihn als Kommentar in irgendein Video oder du postest ihn und ich versuche ihn noch schnell zu kopieren. Falsches? Ach ja, das ist Tinker. Hammer. Richtig, das ist Tinker. Haha. Ich sollte vielleicht den richtigen Hammer nehmen. Cool. Das habe ich schon ewig gesucht. Ich habe mich immer gewundert, warum gibt es von Carpenter denn keine Slabs? Das ist geil. Wunderbar, dankeschön. Das ist mein Feature-Auftrag erfüllt oder so. Mein Feature of the Day. Und ich soll den Steam Generator auf 2 bis 4 Ticks stellen. Und in den Steam Generator willst du jetzt dann haben Wasser. Gut. Genau. Wasser. Erstmal. Lässt dich mal, ob ich da durchkomme. Gut. Probieren wir das Ganze mal aus. Danke für den Link, für den Ding. Das Ziel noch. Oh, Wasser. Mhm. Output Water. Ja, ist noch nicht heiß genug. Wird dann hoffentlich noch heißer. So, jetzt muss ich eins meiner Notizen finden. Da passt's gut rein.
Ding. So, das war kurz Windows. So, das Ding füllt sich mit Wasser. Genau. Das ist übrigens auch eine der tollen GUIs, die ich bisher nicht wirklich verstanden habe. Also, ich glaube mal, dass man hier sagen kann, wie viel Wasser pro Tick soll rein ins System. Vermutlich je heißer, desto toller. Es steht doch klar drüber, Water Input per Tick, oder? Weil als genau. Mouse-Over über 3 Millibuckets per Tick. Also das ist so die Frage ist, wofür ist da noch die Pressure? Die Pressure ist das Ausgabe. Du hast links unten Wasser. Das Wasser geht durch dein, nennen wir es mal, Ventil, System Water Hitzen, Input per Tick. Geht dann durch das geschlängelte Rohr. Ja, und kommt oben dann als Dampf raus, wenn es heiß genug ist. Und dann kannst du oben dann noch in der Bar, wo die Bar-Anzeige steht, aussagen, wie viel Bar-Druck soll der Steam ausgegeben werden. Schon. Nur ist nicht im Prinzip der Input dafür verantwortlich, wie viel. Also ich versuche das vermutlich gerade ein bisschen zu logisch zu analysieren. Du kannst es ruhig logisch analysieren. Das oben ist einfach quasi dein maximaler Ausgabedruck. Es kann sein, dass die Maschine dahinter nicht alles verträgt. Okay, gut. Möglicherweise. Aber wir sehen ja gleich, wir sind gleich bei 100 Grad und jetzt haben wir... eine Explosion. Juhu. Naja. Es geht nichts kaputt, das ist zumindest schon mal gut. Aber in den Heat Generator hätte ich zum Beispiel auch kein Wasser reingeleitet, ne? Wo soll denn der Dampf überhaupt hin? Ja, ich wollte noch nicht wirklich was machen. So, gehen wir mal zurück. Mit irgendwas. Also, wir müssen jetzt den Dampf, den Steam irgendwie loswerden. Genau. Ja. Mit was denn? Wohin muss er denn überhaupt? In den Kondenser, oder? In den Kondenser. Moment, hast du einen Branch gerade bei der Hand? Ja. Dann drehen wir mal die Leitung um. Aber ich glaube nicht, dass das direkt so geht. Ich bezweifle es auch. Also, wo kann man denn hier ein Jetpack mittlerweile aufladen? In der Bedbox. Die gut versteckt ist. Immer nach oben. Nein, die steht hier. Oh, 10 ist vielleicht da nicht so hinten viel. Irgendwo. Oh. Nicht so viel. Da, wo der Stromanschluss ist. Nehmen wir mal 5 Bar. Ja. Hast du irgendwas gerade ausgeschaltet? Das kann ja, ich habe unten das Wasser ausgeschalten. Okay. Aber es fließt Dampf, aber wahrscheinlich zu wenig. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mach einfach mal genau. Einfach mal los geht's. Ordentlich Dampf auf die Leitung. Jetzt genau. Ist das Wasser drin. Oder? Wasser, ne? Ja, momentan ist Wasser drin. Das ist falsch. Das ist definitiv falsch. Das ist doof. Dann bau nochmal die Leitung ab und bau sie nochmal hin und klemm sie nochmal richtig rum hin. Weil, wie du siehst, es wird aus der Maschine ja nicht rausgepumpt, aber rausgeschoben. Ja, aber jetzt haben wir immer noch gerade Output. Wegen meiner Ansicht nach zu vielen Bars, die wir hatten. Und das ist so dieses... Ich habe eher den Eindruck, entweder es kriegt zu viel Hitze, oder es explodiert. Oder er kriegt den Druck nicht weg. Viel zu laut. Ich stehe draußen, es ist laut. Die Vans. Hier vermutlich, aber... Muss da jemand aufs Klo? Hatte ich die nicht mal irgendwie angefangen zu bauen? Immer noch. Okay. Ja, aber gefährlich aus dir. Das ist nicht richtig so. Iron Bars. Hat er Probleme, Iron Bars reinzulegen? Ah, nein! Sag mal. Nein! Was? Meine Spitzhacke war zu schnell. Ich habe dein Maschinencasing leider. Ich habe leider deine Maschine zum Maschinencasing gemacht. Au, 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 nicht hauen, nicht hauen, ich mach ja wieder. Mann, no.
Das war eine. Das geht ab, sie hauen sich Kondenser. Die ganze Nacht. Kondenser. Na gut. Nacht. Haben wir doch die Hälfte schon da. Ein Iron Item Casing. Inventar ist zu klein. Event, dann bauen wir da noch zwei Stück. Oder auch nicht. Weil gerade irgendwas anders gebaut wird. Was wird gerade gebaut? Moment, bin gleich fertig. So. Hä? Event? Zwei Stück? No. No crafting CPUs are available. Ja, ich baue hier gerade. Achso. Jetzt wieder. Vorher stand nämlich nichts da. Empty Cell hätte ich noch zwei. Schon erledigt. Schon wieder erledigt. Setzt du da mal wieder einen Block drunter? Mhm. Hast du den? Oder liegt der da unten? Nö. Nee, den habe ich abgebaut, weil ich dachte, wir müssten von unten dran. Okay. Stell den Kondenser direkt an den Fluid Generator und nimm das Fluid Ejector Upgrade. Moment, Ejector Upgrade? Den können wir aber nicht in den Steam Generator einbauen. Oder passiert das automatisch? Ist so hoch. Bei mir im Chat steht, mehr Wasser erhitzen gibt mehr Dampfdruck und 100 Millibuckets pro Tick sind 200 HU. IT okay. Units. Hm? Okay. Stell trotzdem mal den Kondenser wirklich direkt daneben, so rein. Neben den Steam-Generator. Mhm. Gut, steht. Da kommt jetzt aber meiner Ansicht nach kein Steam einfach so rein. Wobei wir haben ja jetzt noch nicht... Wir haben noch nicht. Aha. Moment, doch, tatsächlich, der kommt rein. Aha. Ja. Und jetzt kriegen wir Destilled Water. Wir brauchen hier noch nicht mal Strom. Ich habe gedacht, der braucht irgendeine Heat Units, braucht er gar nicht. Er macht ja im Gegensatz genau das andere, ne? Er kühlt ja ab. Aha, Moment, wir wollen ja Distilled Water, wir wollen ja gar kein Steam. Genau. Es kommt ja auch Distilled Water unten raus. Richtig, das heißt, das ist genau das, was wir wollen. Genau. Dann nehmen wir jetzt das, hast du noch Pipes? Ich habe noch eine Wooden Fluid Pipe, ja. Dann setz die doch mal oben drauf. Was haben wir denn sonst für Pipes? Nicht viel. Pipe. Muss das in die Solid Canning Machine? Dann baue ich dir noch schnell eine weitere. Genau, ja. Eine weitere Pipe. Und da packe ich jetzt mal das Fluid Ejector Upgrade rein, das dann tatsächlich hier hochkommt. Haha. So langsam. Wir haben doch hier mit Sicherheit noch irgendwo. Hatte ich doch noch. Hallo, ich hatte doch vorhin noch einen da. Ein Pipe Sealant. Jetzt brauchen wir bloß noch eine Pipe. Haben wir auch noch irgendwo rumliegen? Irgendwas? Wooden Transport? Nein. Komm, bauen wir schnell eine. Bauen wir schnell eine. Glas habe ich einstecken. Ja, das ist. Warte mal, das ist eigentlich korrekt. Wir brauchen das eigentlich gar nicht. Weil wir auch den hier umstellen könnten. Wo natürlich jetzt ein Basic Machine Casing rauskam. Ich hasse dich, IC2. Ernsthaft. Und ich habe was gegen diese Beschleunigersteine. Ich treffe immer die Treppe nicht. Henning. Hill und so. Dingler. Brauche ich, glaube ich, schleicht aber, 6. Aber glaub mir, es ist nicht einfacher, wenn man bauen. Mhm. So, das noch und dann ah, okay. Electronic Circuit Hammer.
Da ist Glas kaputt gegangen, ich hab's gehört. Mhm. Ich hab's gemacht, ja. Ja, man könnte auch eine Pressure Pipe noch verwenden, um nur den Dampf rauszunehmen, ja, das ist richtig. Aber wenn man die Maschine aneinander stellt, macht es vielleicht mehr Sinn. Genau, ja. So, ich brauche jetzt hier nur noch ein paar Item-Casings. Nachdem er mir beim Abbauen die Maschine geschrottet hat, was ich... Hallo, ich habe sie wieder zusammengebaut. Nein, ich meinte nicht dich, ich meinte so. Industrial Craft. Okay. Also ich habe es gewrenched und er hat es mir trotzdem kaputt gemacht. Ja, dieses Ja, kann passieren. Danke. Gut, also das Ding kommt jetzt dahin. Und er bekommt Distilled Water. Yay, und da müssten wir jetzt einfach Lapis Dust in die Mitte packen. Genau. Und dann noch Empty Cells. Genau, und wenn er genügend Distilled Water hat, dürfte er dann irgendwann mal loslegen. Genau. Das dauert zwar ein bisschen. Was jetzt aber hauptsächlich daran liegt, dass hier nicht genügend rauskommt. Gehen wir einfach mal hoch, ob da noch was passiert. Und ich tippe mal drauf, dass der Electric Heat Generator gerade nicht mehr genügend Strom kriegt. So ist es. Mhm. Weil du auch Kupferkabel da dran hast und das Ganze an einer Badbox und die Badbox nur 32 EU und mit all den Maschinen. Genau. Also das ist alles gerade noch auf LV. Mhm. Und heute ändern wir das nimmer. Nö. Weil wenn wir auf die gucken. Richtig. Genau. Wir sind am Ende. Ja. Aber wirklich. Oder am Anfang vom Tag. Nein. Naja. Was haltet ihr von meiner neuen Art von der Bodenbeleuchtung? Wenn die F7-Taste sagt, dass hier alles grün ist, ich meine also nicht gelb oder rot, dann ist das okay. Die F7-Taste sagt, da hinten ist rot bei der Treppe. Ja, da habe ich ja noch nicht. Da ist fehlt eine. Gut. Genau. Aber ansonsten. Gerne hier eine Lampe hinsetzen. So. Genau. Ganz schön dick. Bin ich mehr oder weniger diese Folge mal so richtig in Industrial Craft eingestiegen. Und das, obwohl ich mit AE gestartet bin. Genau. Und ich bin mit Rotary Craft gut wie gar nicht vorangekommen. Wobei, ich habe die Electric Craft Battery schon fast fertig. Da muss ich nur bis zum nächsten Mal noch die Batterie bis zum großen Bereich bringen. Aber das dauert halt einfach noch ein bisschen, bis das Zeug durch genug ist. Das doch mal, was du. Ich weiß gar nicht, was du hier. Kannst du es noch kurz? Ja, du kannst es mal in die Kiste, auf der du fast stehst, mal gucken. Da gibt es so ein Ei. Das nennt sich Procure Energy Crystal. Da drückst du mal auf Usage. Da siehst du das erste Rezept, das muss ich noch machen. Dann gibt es den Grafner Energy Crystal. Wenn du da auf Usage drückst und dann einmal nach rechts blätterst, siehst du eine Grafner Battery. Das ist nämlich immer das Problem gewesen bei Rotary Craft und Reactor Craft. Wohin mit der ganzen Energie? Wo kann man die speichern? Da gab es ja die Industrial Coil, das ist eine Möglichkeit. Aber solange man keinen Bedrock Dust hat, hat man da ein bisschen Probleme, die Energie zu speichern. Mit dieser Grafner Battery kann man echt viel Energie speichern. Da steht ja schon Terajoule hin dran. Maximal Stored Energy. Und dann braucht man noch... Unten explodiert gerade was? Creeper am Wasser. Achso, okay. Und dann gibt es noch, die kann ich dir auch mal zuwerfen, dass du siehst, zwei dazugehörige Maschinen noch und ein Kabel. Dann muss ich einen Schritt zurückgehen. Moment, kriegst du das andere noch? Donnerwetter. So, Hilfe. Jetzt hast du komische Geräusche. Ein Silver Wire, ein Induction Generator und was hatte ich noch? Und einen Generator wahrscheinlich. Induction Generator? Ja, da unten. Da, der ist irgendwie da. Induction Motor. Genau. Mit dem einen kannst du aus Rotary Craft Rotationsenergie Strom machen. Den Strom kannst du über die Leitungen leiten und kannst in die Batterie speichern. Aus der Batterie kannst du dann wieder den Strom herausnehmen und kannst dann mit dem Generator dann wieder Rotationsenergie erzeugen. Okay. Vorteil bei der Methode ist, du kannst mit wenig reinpumpen. Die Batterie lädt sich einfach kontinuierlich auf. Und wenn du mal genügend drin hast, dann kannst du mal den Schalter umlegen und dann haut die Batterie so schnell wie möglich die ganze Energie wieder raus. Damit kann man größere Maschinen
kurzfristig mal betreiben. Okay. Das heißt, wenn man kurz viel Power braucht, funktioniert's. Genau. Und dafür braucht man dann eben nicht eine Maschine, die langfristig viel Power erzeugt. Genau. Und man kann dann erstmal kurzfristig die Maschinen, die erstmal viel Power brauchen, man sie aber anders nicht betreiben könnte, kann man damit erstmal eine Zeit lang betreiben. Ist ein Umweg, den man machen kann. Wir werden eh noch ein paar andere Sachen noch in Rotorycraft nächsten Livestream machen. Da muss ich aber noch ein paar Sachen vorbereiten. Jo, ein paar Sachen werde ich definitiv noch vorbereiten, weil das dauert mir on-screen hier im Livestream zu lange. Das war auch heute schon wieder das Thema, dass die Batterie, das hat immer Ewigkeiten gedauert, bis das Zeug alles durch ist. Aber was trotzdem macht hier so komische Geräusche, sorry? Ich glaube, es gewittert. Ja. Das ist ein komischer Ton. Ja. Und irgendjemand hat ja hier noch im Teamspeak noch ein Hintergrundgeräusch zusätzlich, oder ist es das Donnern bei ihm? Das könnte eher wie so ein sein. Es klingt eher wie so eine Toilettenspülung. Okay. Da so. War ich schon. Und übrigens, dein erster Solar-Distiller hat schon bald deinen ersten Eimer wieder erzeugt. Den zweiten. Ah, den zweiten, stimmt, den zweiten. In Summe ist es sogar den schon. Dritten. Ist ja schon der dritte. Mhm. Wird ja, geht ja richtig ab hier. Ja. Yeah. Unten haben wir da schon. Ja, naja. Mhm. Da müssen wir jetzt dann mal schauen, dass wir bei der nächsten Folge, beim nächsten Livestream werde ich das Ganze auf, ja, sonst was, Energie, mal gucken, HV oder je nachdem, ja doch, HV umstellen. Mhm. Sonst und was dann da auch richtig schön viel Strom haben, hoffe ich. Genau, und dann geht's da unten ab und dann funktionieren die Macerator auch mal, dass man nicht 3 Stunden warten muss. Und ja. Und wir haben es geschafft, Überlänge im Stream. Ja, aber 7 Minuten, das geht ja alles noch im grünen Bereich hier, nicht? Ja. Und dann werden wir wahrscheinlich auch den Generator unten nochmal um eine weitere Turbine erweitern müssen, nehme ich an. Oder wie geht's dem? Da hinten, dem Generator. Ja, bei dem. Der muss ca. 200 RF pro Tick schon produzieren, für das, was du momentan dran hast, bis zu. Ja, wird vermutlich daran liegen, dass der Flux-Generator hier schon so viel für ME verbraucht. Aber wir können ja 500 genau, produzieren. Genau, 500 können wir. Genau. Das Problem ist jetzt eher langsam, dass... Ah ne, da hat irgendjemand Kohle nachgelegt. Ich hatte Kohle nachgelegt. Okay. Einen Stack Kohleblöcke. Mhm, ja, der ist... mittlerweile durchgelaufen. Gut weg, ja. Aber da haben wir noch ein bisschen was. Also... 23 Eimer, ja. Genau. Wenn irgendjemand eine gute Anleitung zu diesem Steam Generator hat, kann er mir die bitte auch zukommen lassen. Dann würde ich beim nächsten Mal das mit dem Input und Output nochmal versuchen zu erklären, auf was man da jetzt achten muss, weil ich habe keine Ahnung, ob ich den Druck runterschrauben soll, ob ich, ja, ich meine, ich habe hier immer noch 4 Millibucket pro Tick, weil mehr kommt halt nicht rein, so, ja, und so, was kann ich da einstellen? Also, ja, mit anderen Worten, bitte gerne mal mitteilen, was müssen wir ändern. Also in dem Fall ist es jetzt natürlich, dass der Heat Generator gerade ein kleines Stromproblem hat. Genau. Aber so grundsätzlich. Ja. Wird gerade gesagt, schau mir das Video an. Ich vermute mal, das Video, wo auch was ich vorher zu ihm geschickt gekriegt habe, werde ich bis zum nächsten Mal machen und dann bin ich voll der Pro und werde euch alles erklären. Genau. Genau. So, jetzt aber wirklich, wir sind schon bei fast 10 Minuten. Vielen Dank an den Stream, an den Chat für die ganzen hilfreichen Tipps, fürs Zuschauen. Der Stream war auch super. Genau, der Stream hat keine Probleme gehabt, zumindest bei mir. Ja, vielen Dank für die vielen, vielen Zungenbrecher. Sie haben mir wirklich die Zunge gebrochen. Ja. Mir und den Tschechen. Mhm. Genau. Vielen Dank an euch alle hier fürs Mitaufnehmen. Jo.
Wir danken den Mighty Pirates, wir danken all unseren Zuschauern, wir danken unseren Fans, wir danken natürlich auch denen, die die Konserve sehen auf YouTube. Und wir sehen uns in 14 Tagen wieder, richtig? Oder gestern. Oder gestern. Genau. Stimmt. Stimmt. Yay, die Lampen im Boden sind fertig. Juhu. Yay. Supi. In diesem Sinne dann, würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus. Tschüss.